willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ah, neuer Tag, neues Glück. Heute müssen wir mit dem LU telefonieren. Zuallererst wollte ich mit dem LU telefonieren. Dafür bin ich nächste Woche da. Warum hat er jetzt verlassen? Ja. Jan Müller vom. Hallo? Ja, was ist? Wie, ja, was ist? Geht man so ans Telefon? Ich bin gerade am Fahren. Ja, es interessiert mich nicht. Ja, was kann ich denn für Sie tun? Alter. Also, dass der überhaupt Geschäfte macht, das wundert mich ja. Ist alles okay? Ja, ja. Wollte nur telefonieren, aber also. Hat sich erledigt erstmal. Okay. Tschö. Tschö. Mal gucken, ob der zurückruft. Voilà. Weiß nicht, was ist denn los, ey? Der driftet. Der driftet. Stimmt der Reifendruck nicht, oder was? Jetzt geht er wieder geradeaus. Manchmal, gerade hatte ich das Gefühl, der zieht nach links und nach rechts, so wie er wollte. Ich dachte, der Reifendruck stimmt nicht. Gut, weil wir müssen eigentlich das LU mal kontaktieren, dass die, ich hatte ja mal angefragt wegen einem Karottenroder, dass die, was ist denn hier los, ey, zwei LKW beim Viehhändler, dass die mir interessant, dass die mir hier Dings da, Fallera, dann die Zuckerrüben ernten können. Aber da habe ich noch keine Rückmeldung gekriegt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Bin dann sogar am Überlegen, ob ich den Anhänger hier jetzt direkt mal stehen lasse. Am Feld, ich glaube, das machen wir. So, jetzt fahren wir dann nochmal in den Wald und gucken, dass wir da nochmal Hackschnitzel auffüllen. Und vielleicht auch nochmal Bretterpaletten, Leerpaletten auf die Seite stellen. Dass wir da weiter produzieren können.
So, und dann müssen wir nämlich eigentlich demnächst tatsächlich gucken, dass wir noch ein Waldstück kriegen. Kann man einen Auftrag geben. Problem ist halt, wenn es regnen anfängt, ja, dann quillen die Paletten ein bisschen. Aber das sollte eigentlich in Ordnung gehen. Es sind ja gut getrocknet eigentlich, wenn sie da rauskommen. Aus der Produktion. Warum ploppen die denn alle raus hier? Folge Baruna, hallo? Moin, hier ist Herr Neumann. Hi! Haben deine Chaoten dir Bescheid gesagt, dass ich angerufen habe? Nee, aber ich hab's mitbekommen. Also können sie die doch nicht ans Telefon gelassen. Jo, was los? Alter, was macht denn das für einen Eindruck? Keine Ahnung, aber ich hab was anderes. Was denn? Steuern, bitte. Ach nee. Wie viel? 7.500. Alter, die Waldfee. Gut, ich habe auch noch was anderes. Zwei andere Sachen sogar. Eieiei. Wie viel, was war das jetzt? 7.000? 500. Ein Kredit wäre auch mal fällig. Wie viel? Wurdest du eigentlich letzte Woche schon bezahlt? Echt? Ja, du wolltest nochmal anrufen. Oh, das habe ich vergessen. Wie viel waren's? Eigentlich 31.500. Die Woche. Jede Woche. Jede zweite Woche meine ich. Aber. Ja. Warte mal, ich muss mal gerade mal was gucken. Denkst du, Dinkel 820 ist gut? 820? Ja. Ist schon ein guter Preis. Okay. Gut. Also Steuern hast du jetzt erstmal. Steuern habe ich.
So, jetzt die zwei anderen Sachen. Nummer 1, ich bräuchte einen Erntehelfer für die Karotten. Die werden. Müssen wir das Kraut schlagen. So, Maschine habe ich am Hof. Nein, hast du echt gekauft? Nee, nicht gekauft, habe ich von einer anderen, vom anderen LU ausgeliehen. Ah, okay. Dafür habe ich nicht das Geld. Jetzt dachte ich schon. Jo, könnt mal anfangen, also je nachdem. Anhänger habe ich schon mal ans Feld gestellt, dass da was steht zum Einladen. Und dann noch was, ich bräuchte was ganz günstiges mit Palettengabel. Was ganz günstiges mit Palettengabel? Ja, müsste also von der Höhe zumindest auf den Fliegelanhänger draufkommen. Also zum Abladen sozusagen, weißt du? Für den Metzger oder wie? Jo. Den Gabelstapler? Costa Quanta? 37.000 und Einkauf. Plus. 37. Oder ein Frontlader für deine Maschinen. Wenn du keinen hast, das weiß ich nicht. Ja, ich habe eigentlich schon. Aber dann muss ich dir immer hin und her kutschieren, weißt du? Okay. Der Glas ist halt so schnell, weißt du? Deshalb, ich fahre immer mit dem Glas. Der JD, der hätte zwar einen Frontladeranbau schon. Wobei, ich muss ja nicht so oft da rumfahren. Was kosten? Habe ich noch eine Palettengabel rumliegen? Ich weiß gar nicht. Moment, muss man gerade gucken. Hab ich immer so eine Liste mit dem Inventar, weißt du? Ja. Achso, nee, warte, die ist die Palettengabel für ein Dings da. Das ist die große. Nee, da bräuchte ich tatsächlich noch eine Palettengabel. JD Grün. Also einfach nur eine Palettengabel. Ja, in JD Grün. Wenn du mir sagst, was die kostet. Ja. 1200 insgesamt. Mit Farbe. Nein. Mit Farbe. Ne? Okay. Und Steuern und Gewinn. Okay. Könntest du mir die auch liefern? Liefern ist ganz schwer. Okay. Hab leider selber keinen Frontlader. Ja. Eben deshalb dachte ich mir ja schon. Okay. Ja, gut, dann kannst du ja vielleicht. Ihr müsst aber auch, wenn schon eigentlich da ist, gleich da sein. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich die Woche noch hochkomme. Muss mal gucken. Ja, doch, könnte ich eigentlich schon. Je nachdem, wie schnell dein Erntehelfer da ist. Ja, wenn wir gleich fertig sind, gebe ich Bescheid. Okay. Ja, wie gesagt, Einhändiger steht schon am Feld, den kann er schon mal befüllen. Dann fahre ich kurz zum Händler und hol die ab. Also willst du die kaufen? Ja, bitte. Brauche ich ja dann. Oder, nee, warte mal. Hast schon? Ich hab schon, ja. Auftrag rausgehauen, ey. Ja. Bist aber flott. Okay. Was kriegst du dann noch? 200. Okay. Ja, gut. Nee, dann hol ich sie irgendwann ab. Weil ich hab gedacht, eigentlich bräuchte ich sie jetzt noch gar nicht. Hätte ich auch noch warten können. Aber jetzt hast du sie schon. Ja, was ich jetzt hab, das hab ich. Okay. Gut, dann danke ich dir. Jo, bis dann schenke ich. Also nur den Erntehelfer praktisch. Also mit dem Rotor natürlich. Ja, klar. Aber kein Abfahrer oder sowas. Nö, abfahren tue ich dann selber. Jo, dann. Danke. Tschö. Ja. Gut, dann läuft das schon zumindest schon mal. Stellen wir die zwei Paletten noch weg, dann haben wir hier
10, 11 Paletten zumindest mal auf Vorrat. Wäre natürlich im Lager besser aufgehoben, ne? Aber so viel Geld habe ich noch nicht. Ist halt die Frage, ob wir die Gerste verkaufen lassen. Oder ob wir die verkaufen sollen schon. Ja, warte, ich brauche ja noch. Brauche ja noch die Bretterpaletten. Können wir auch noch holen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein guter Preis ist. Gut, aber liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es auch schon wieder für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis dahin, macht's gut. Tschüssikowski. Warte mal, eine Palette könnte ich noch zum Ding bringen.